beantworten wir die Top 5 Fragen zu Brustimplantaten. Dr. Handel, viele von unseren Patientinnen fragen sich, ob runde Brustimplantate oder anatomisch geformte besser sind. Es gibt nicht ein besseres oder ein schlechteres Implantat. Wichtig ist, dass man den Patienten Wunsch erfüllt. Man muss gemeinsam mit der Patientin besprechen, was soll das Ergebnis sein, und dementsprechend wählt man dann ein rundes, ein anatomisches, mehr oder weniger rundes Implantat. Und was ist in einem solchen Brustimplantat enthalten? Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Typen von Implantat. Die ein bisschen älteren mit Kochsalzfüllung, das bedeutet, das ist Wasser. Moderne Brustimplantate enthalten ein Silikon und die neuesten ein Silikongel, das einen sogenannten Memory-Effekt enthält. Das heißt, das Implantat geht immer wieder in die Ausgangsform zurück. Stimmt es, dass Brustimplantate getauscht werden müssen? Nein, moderne Brustimplantate müssen heutzutage nicht mehr getauscht werden, es sei denn, es kommt zu Komplikationen, zum Beispiel eine Kapselfibrose. Was ist eine Kapselfibrose? Der Körper bildet ganz natürlich um das Implantat eine Schicht herum. In 1-2% der Fälle kann diese Schicht zu dick sein und Probleme machen. Dann müsste man das Ganze behandeln. Kommen wir zur fünften und letzten Frage. Können Brustimplantate platzen und darf man mit diesem Flugzeug fliegen? Moderne Brustimplantate können eigentlich nicht platzen. Ja? Es sei denn, man hat einen schweren Verkehrsunfall, irgendein Trauma, aber dann ist es auch das geringste Problem. Das mit dem Fliegen ist ein Mythos, der sich leider sehr hartnäckig hält. Natürlich ist man uneingeschränkt und kann fliegen. Die ganzen Hollywood-Stars fliegen ja auch mit ihren Brustimplantaten. Danke für die Beantwortung unserer Top 5 Fragen und freue mich aufs nächste Thema. Gerne. Beautiful, beautiful, you look all beautiful.